So, und herzlich willkommen in der nächsten Folge von SunnyGamer04 in Pokémon Red Edition. In der letzten Edition, in den letzten Paaren haben wir richtig schön trainiert mit dem Zapdos. Dieses Mal holen wir uns das. Dieses Mal holen wir uns das Zapdos. Wir laden uns so ein bisschen. So, jetzt trainiere ich noch genau 3 Level mit dem Smetbone. Und dann sollte es eigentlich soweit sein. Der Monarch-Falter wird gekillt. Oh, 2 Level. Let's go, Smet. Smash the bro, smash the G. Dafür, dass es ein verdammtes Dings ist, hat es eigentlich starke Attacken. Hier geben wir ihm natürlich noch den Solarstrahl, den Tackle. Boah, dann ist das Ding. Dann bumst das Smetball ist noch auf dem richtigen Level, Alter. Dann bumst das erstmal, weißt du was ich meine? Dann bumst das erstmal, ja. Du musst es so verstehen, Digga, das Dick darf nicht mehr, ich rauch eine Chance, Digga. Die werden so gepumpt. Auf eine Art und Weise, Digga. Aber die haben nicht mehr eine Chance, sich zu wehren, Digga, und die haben schon gepumpt. Dieses Ende, das ich sehe, Digga, ist ein Dick dann auf den anderen, Digga. So kann man auch Pokémon ausmachen. Ja, komm, Digga, ich bin noch ein Level. Ja, mal geht's auch nach Hause. Auf geht's. Auf geht's. How'd you die? Los geht's. Relax on, man. Tabo Garden. Und ich verspreche euch, dieses Mal gehört mir das Zapdos. Ich meine, ihr müsst das hier so verstehen, ich habe das in 40 Minuten gelevelt. Okay, aber ihr müsst euch das so verstehen, ja. Das würde mindestens 3 Stunden dauern, so ein Level. Also mindestens 3 Stunden. Was eigentlich schade ist, aber ist halt so. Pokémon. Lacht so selten. Und Magnetilo, hau ab. Kennt ihr das, Digga? Wenn ihr zum Beispiel ein Spiel spielt mit einem anderen und in einem Gebiet die ganze Zeit verhackt, also die ganze Zeit quasi. Jo, guckt ihr. Und dann kommt dann zurück, hochgelevelt. Ja, und dann bumst ihr alle nach dem anderen Ding, aus Rache. So in das schwächere Gebiet, wo ihr damals gefragt wurde. Kennt ihr das? Eigentlich habe ich noch den Plan auf dem Schiff, den ich schon nicht mehr habe. Warte mal.
Wo bin ich denn? Bin ich hier unten oder was? Okay, es geht hier geradeaus. Also so rechts, also noch, es geht weiter. Hier geradeaus gleich. Weiter geradeaus und jetzt hier von nach links. Dann geht's, warte mal, falsch. So, hier war noch ein Item und hier hoch. Hier. Und hier ist Zapfes. Okay. Auf ein neues. So. Dann ansprechen. Ah, hab ich ihn doch erwischt, ne? Ich hab die Lüge. Digga. Ah, ich bin erwischt. Ich hab die Lüge. Ich hab die Lüge. Ich bin noch zu schwach. Wenn ihr mal zu sagt, der Käfer, dass es so effektiv ist. Hier so. Ab. Irgendwann kann er ja nur noch einer Top, aber die können, also. Ich weiß, dass die das nicht kennen, Verzweifler kennen die nicht. Die kennen das Gemüse. Okay. Ich hab hier wieder. Digga, willst du mich verarschen? Okay, ich hab hier wieder. Ich stand mal eine Runde aus, weil. Nur ist hier so. Digga, der hat doch keine Chance, man, er ist direkt in den Zabums. Junge, was gibt's denn da für Volltreffer, Digga? Digga, weißt du? Ah, hab ich ihn doch erwischt. Oder so. Oder so. Top-Probleme. Ich hab Ethan. Ich hab Trank. Ich hab Kapier. Ich hab Trank. Ach komm, Alter. Immer dieses One-Schatten. Okay,
Da will ich immer nur one-shotten, ja. Als ob. Ja. Bitte. Warte mal, ich höre, was ist passiert. Also, ich verfehle sie direkt ohne. Wenn ich sie nicht starten tue, dann verfehle ich sie, ja. Ach doch. Okay. Wenn ein genereller Vogel-Pokémon aus dem Sturzflug aus den Wolken bricht und Blitze schleudert. So. Dann haben wir jetzt das Zapdos endlich. Dann wollen wir weitermachen. Und hier rüber gehen. Wir machen Abgang. Zapdos. Also, dann bringen wir ihn mal bei. Jetzt müsste Donner sein. Ja. Und dann machen wir dich den Zappi. So, jetzt muss ich gleich noch Thema 02 rausholen. Was ist das? Er kann noch nicht schaffen. Obwohl er es doch könnte mit Minitron oder so. Ja, vielleicht doch so ein Mist, Digga. Warte mal. TM02. Oh, M02, so. Das Problem kann ich nichts mehr wirklich. Außer die Super. Naja, dann werden wir eigentlich so weit. Dann können wir jetzt uns jetzt eigentlich. Warte mal. Scheiße, warte. Schmeiß das. Warte mal, Box wechseln. Schmeiß das Galaxo raus. Also, wir brauchen nämlich Platz jetzt für das Lackpass. Sekunde mal, hier ist noch eine Arena. Ah, dann zeige ich euch gleich noch den anderen Trick. Pass auf. Und zwar, wir machen die jetzt alle fertig. Mit dem Dratini kann ich auch noch mal aufmachen. Oh. Ja. Da vorne, warte mal, muss ich speichern, warte. Sekunden. So, weil hier kann ich auch wiederum nur ein Pokémon holen, wisst ihr? Das ist ein Nachteil, wir machen das zweite Mal. Also ein bisschen schlauer machen. Quartier und nicht so in zwei Ecken, wisst ihr? So. Weil am Ende wird es Dratini nämlich nichts mehr. Warte mal. So, ich zeige euch gleich, was wir machen werden. Wir werden nämlich gleich ganz hinter 40 beide Pokémon.
Guck mal so. Verbessert. Jetzt müssen wir nochmal einen oder einen und dann speichern. Na ja, klar, das hat er. So, nein, davon entscheiden wir uns. Warte mal. Sekunde. So, ich habe das nämlich jetzt gespeichert. Ich will aber erstmal einen Knockout schauen. Ne, kein Bock auf Kicker. Ja, ein Meister des Pocketcampers. So. Jetzt muss ich aber nochmal runtergehen. Digga, ich zoome mich doch jetzt nicht drum, Alter. Nein. So. Dann holen wir uns jetzt das Klappbass da unten. So. Hey! Meine Fresse. Diese Zubats kann er ganz gut bumsen, Digga. Die sind ja echt scheiße. Die müssen ja echt scheiße sein. Was Eisstrahl nicht alles so ausmacht, ne? So, nochmal zu mir. Na? So, geht's nochmal? Okay, wenn wir nicht sicher zeigen wollen. So. Okay, weiter geht's. Unmöglich. Ach, den habe ich schon besiegt gehabt am Anfang, ich weiß nicht. Ich arbeite für die Zipco. Was soll ich bloß machen? Ich weiß sogar, wo dieser blöde Schlüssel ist. Aber ich weiß nicht den Eingang. Ist immer sinnvoll, dass man alle zu kommen sind. XP. Für mein armes Martini. Warte mal. Ich glaube, das Problem ist bei der Silvco. Nee, warte mal. Jetzt habe ich mich versprochen. So, ich habe die Lösung gefunden, weil ich habe es nämlich gesagt. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Also, wir müssen in die Etage 4. Aber wir machen das so: Wir machen das ganz konkret, einen Schritt nacheinander. Ich will alles abarbeiten, alles, alles, alles. So, pass auf. Wir müssen erstmal in Stufe 4 runter. Oder hoch, oder wie auch immer, ja? So, das ist nämlich die Lösung, ist nämlich genau hier. Und zwar, ich muss jetzt nach links gehen. Hier. Dann ist da so ein Doktor dazwischen. Und darunter. Jetzt mal nicht raus.
System. Darunter ist dann so ein Ding, wo du rüberfliegst und da musst du da reingehen und da musst du dazwischen gehen. Und da ist dann der Turm, der Türöffner. So, oder? So, jetzt pass auf. Hier. Dann wieder zurück und dann da rein. Und jetzt bumsen. Item. Gewesen. Tapete. So, das heißt, der Tür öffnet und jetzt hier eine Tür machen. Na, schade. So, jetzt gehen wir hier weiter. So, der Doktor. Ist dann noch im vierten Geschoss? Warte mal. Nee, das ist nicht die vierte Etage. Welche Etage ist das? Und ein Doktor mit dem Ängsten. Das ist Etage 8, wo wir jetzt sind. Wir können dazwischen durchgehen und dann links gehen und dann können wir dann die Türen öffnen, die zwei Türen. Und dann können wir dadurch das A wieder zurück. Dann werden wir quasi wieder hier unten. Dann hätten wir da noch ein Item und dann noch zwei Gegner. Wir müssen aber. Also ich kann direkt reingehen, warte mal. Das wäre vielleicht. Also ich kann es machen, aber. Warte mal, ich muss nur noch was suchen hier auf diesem Feld. Dann komme ich direkt raus. Dann komme ich direkt sogar rein. Hier. Und bei Y. Und wo ist das andere Y? Nee. Y. Nee, das war ein Fall. Wo ist das andere Y, Digga? Das hängen die gar nicht, oder was? Da ist das Y, das wäre in der siebten Etage. Okay. Die Lösung ist in der siebten Etage, nämlich. Gut, dann weiß ich Bescheid. Gut, also die Lösung ist in der siebten Etage. Das bedeutet, jetzt bumsen die alle nacheinander mit unserem Dratini. Also, siebter Stock. Niemand kann das nehmen, dann. So, ich will jetzt hier runter. So, wir fangen jetzt richtig an. Wir fangen jetzt an von S1. Also wir fangen richtig an. Ich will alle einzelnen durchgehen, ohne in diese Dinger zu gehen. Hier, ohne in diese Kasten da reinzugehen. Ich will jeden einzelnen Trottel ansprechen. Jeden einzelnen ansprechen. Alles knacken, jeden Stockwerk einfach anquatschen, weil ich weiß den Weg. So. Stop Eater.
Gummi rumst. Top-Trank, also Top-Trank gibt's ja nichts. Wisst ihr was, ich werde jetzt das Top-Genesung, was ich habe, nochmal glitschen. Warte mal, da lohnt sich ja alles schon, ne? Pokémon, kommt das Fliegen. Was ich hab, ach, dieses Nocturne habe ich noch von Bock, ne? So. Komm, erklär's mir, Junge. Pokémon Zapfus fliegen. Die nur wenden sind. Und dann. Die nur doch genesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na klar, doch, Poppy. Warum sieht das Relan so wieder abgeschmissen? Ist das ein Kram? Da, ne? Natürlich war das die falsche Spalte. Leck mich doch echt am Arsch, Digga. Und, so, wir können eigentlich das nochmal machen. Und nochmal. Dann habe ich es nämlich dreimal jetzt. Also, jetzt habe ich es dreimal. Und hier. Next Topping. So, der Typ sitzt da, ja. Weiß schon, wo kann man von der Kippe da drüben. Eine Kippe, Digga. Und dann noch. Schau mal. Jetzt hat er dieses Ding im Maul. Dieses, was hier da auf dem. Wie heißt das, Digga? Diese Weizen, weißt du? Ich meine, diese Weizen-Dinger, dieses Strohteil da. Das ist geil. Ja, das ist im Mund, Digga. So, ich meine, jetzt sieht ihr noch mal die Leben. So ein. Also, 7. Merken, 7. Ja, nein, ich hab die Hütte. Noch nicht, hab die Hütte. Top Trank. Bei mir. So. Okay. Gut, dann werden wir jetzt im ersten Stock erstmal fertig. So, dann gehen wir weiter. Werde ich doch gar nicht. Hm. Items of the game. Okay.
was anderes. Hier geht's mal hin. Hey! Nein, so geht das nicht hier. So, eins nach dem anderen. Ganz sauber. So, ja, der Geist getroffen. Cool. Subtrank drin. So. Okay. Psst. Siehst du nicht, dass ich mich verstecke? Geil. Geil. Ich feier diesen Typen leider nicht. Ohne Witz. Aber ich kann ihn schon verstehen, weißt du? Wisst ihr, was ich mich frage? Ich frage mich immer, was diese Dinger sind. Was soll das sein, Digga? Warte mal, ich klicke das mal an. Ich will wissen, was das ist. Warte. Und es sagt nichts, also gar nichts. Das ist schade. So, warte mal. Nächste. Komm, Tapete. So. Hier steht was. Ein Report über Pokémon. Vier Pokémon entwickeln sich nur beim Tausch. Über den Linkkabel. Also muss ich viermal das Ding weiter tauschen. Mindestens. Eine Studie über Pokémon. Es gibt mehr als 160 Pokémon-Kampftechniken. Okay. Nicht hier? Nee. Okay, warte mal. Ein Artikel über Pokémon. Porygon Pokémon Labor zeugt virtuelles Pokémon. Was war denn das Kind reingegangen? Deine Mutter hat sich die Flasche gefangen und einen Dragonier ist gebohrt. So, Dragonier. So, dann nehmen wir hier rein. Okay, dann war's das auch schon. Warte mal. Wir gehen jetzt hier vorne nach links. Ein Doktor, genau. So, das war das Ding, das ich mich vorhin gebraucht habe. Ich schon mal geholt habe. Okay. Dann weiter. Und weiter geht's. Lasst uns Mittag schwängern. So, bumm und nochmal bumm. Bumm und zack. So, ein Top-Trank. Top-Ether. Geht schon voran, ne? Wenn man trainiert mit dem. Das wird nicht so klein mit dem Donner. So. Scheiße. Kriegt das? Kriegt das?
Ah, hier habe ich einen Top-Believer. Wie viele Top-Believer habe ich da? Ich weiß nicht. Ich bleibe schon erstmal in den Müll. Seht ihr den Weg hier nach unten noch? Den muss ich noch klappern. So. Okay, jetzt wieder. Das bin ich so. Ich glaube, ich hab. Das, ich bin gleich beim Ende gegangen. Ups. Eigentlich recht flott, der. Aber Dings ist eigentlich mit dem Slam ist eigentlich eine One-Shot-Attacke nach einem gewissen Level. Top 2. Top 4. So. Und weiter geht's hier. So in 2 Minuten mache ich aber einen Cut. Damit die Folge halt eine 40 Minuten Folge sein. Kann ich nichts anders machen. Dann ist es halt so. So. Warte mal. So, weiter geht's. Okay, nächste knacken. Mit der Taste sprechen. Ich habe Angst. Ich habe keine Angst. Na? Na, wir sind schon mitten stark, okay. Dann noch den Fisch da. Dann müssen wir in den 7. Stock gehen. So, pass auf, jetzt gehen wir in den 7. Stock. Tut mir echt leid, wenn ich die Folge voll überspannt habe. Aber da ich heute noch Pokémon echt spielen will, ich will es suchten heute ist Freitag, bevor ich suche das heute anders, will ich das noch durchspielen und dann will ich ein paar Minuten länger machen. Wisst ihr? Schon eine Folge mehr oder so geht schon. Einmal eine 40 Minuten Folge ist noch. Ja. Ist okay, wisst ihr, was ich meine? So, in 2 Minuten wende ich den Part.
geht in die Stadt. Sichern. Top-Eta, bei mir. Erstrahl, Top-Eta, bei mir. Dann. So, dann werde ich jetzt aber den Part beenden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten 10. Folge wieder bei der nächsten an. Haut rein, bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Like und ein Abo da. Haut rein, ciao, ciao.